Hallo und herzlich willkommen hier bei 3xM. Eine neue Folge, ein neues Thema. Und heute haben wir wieder mal ein Vorschauvideo auf die Bundestagswahl. Es ist der Ausblick Nummer 4. Und ich mache die ja immer so in unregelmäßigen Abständen, je nach Aktualität, wann es sich lohnt, darüber eine Folge zu machen. Und ich denke mal, heute lohnt sich's, weil es war ja der AfD-Bundesparteitag in Köln, wo die AfD ihr Wahlprogramm verabschiedet hat. Ich glaube, es ist die erste Partei, die das jetzt offiziell verabschiedet hat. Manch andere Parteien haben schon so Entwürfe bekannt gegeben, aber offiziell bestätigtes Wahlprogramm ist jetzt die AfD die erste Partei von den relevanten Parteien, über die ich so spreche, für den Bundestag. Also die da Chancen haben. Und will ich gleich vorweg sagen, ich will jetzt hier nicht auf das Wahlprogramm der AfD eingehen. Ich will auch nicht auf die anderen Wahlprogramme, wenn die kommen, von den Parteien einzeln eingehen. Also ich denke mal, es macht einfach wenig Sinn, wenn ich jetzt hier eine Partei habe, die ihr Wahlprogramm hat und ich rede über das Wahlprogramm, verschiedene Themen. Und in ein paar Wochen habe ich dann die nächste Partei und dann ein paar Wochen ist die nächste Partei. Dann weiß man ja gar nicht mehr, ja, wie hat denn jetzt die Partei vor einigen Wochen zu dem Thema gestanden? Oder wie war da die Meinung der Partei zu dem Thema? Deswegen habe ich das vor, folgendermaßen zu machen. Ich warte komplett alle 6 Parteien, die relevant sind für den Bundestag, ab, bis alle ihr Wahlprogramm offiziell verabschiedet haben. Und dann werde ich wichtige einzelne, so 4, 5 Themen nehmen, was weiß ich, Familie, Energie, Zuwanderung, innere Sicherheit, Wirtschaft und was auch immer, einzelne wichtige Themen nehmen für eine Folge und dann zu dem Thema die Punkte, die Standpunkte der verschiedenen Parteien erwähnen. Das macht meiner Meinung nach einfach mehr Sinn, dann weiß jeder das Thema so und so. Da stehen die Parteien jeweils so dazu. Hat man einen schönen Vergleich, kann das wunderbar vergleichen und muss nicht immer, wie war das damals vor ein paar Wochen so bei der Partei. Deswegen warte ich also, wie gesagt, komplett auf alle Wahlprogramme und das wird dann wahrscheinlich im Sommer irgendwann, wird das dann sein, wo da alle Wahlprogramme vorliegen. Und da werde ich dann Stück für Stück die Themen nehmen und jeweils die Parteien, wie die dazu ihre Standpunkte und ihre Absichten haben. Gut, das nun mal jetzt vorneweg, damit das klar ist. Ja, trotzdem will ich natürlich über den Bundesparteitag der AfD sprechen. Ist mir die AfD wieder mal Thema. Ich hatte ja schon mal in einem Vorschauvideo die AfD als Thema gehabt. Heute muss ich halt wieder. Aber es ist halt die Aktualität. Ne? Wenn dann eine andere Partei wieder mal was ansteht zu berichten, dann steht wieder eine andere Partei mal hier bei mir im Vordergrund. Okay, ja, war Bundesparteitag und schon vorher war wieder ein bisschen Unruhe, weil Frauke Petry hat ja erklärt, sie will nicht als Spitzenkandidatin einzeln oder im Team zur Verfügung stehen. Das war schon mal ein bisschen Aufregung und dann hat sie noch nachgelegt, da hat sie einen Fehler meiner Meinung nach gemacht. Sie hat einen Antrag gestellt, wo entschieden werden soll über die reale Politik bzw. über Politik, die realisierbar ist, wenn man mal mitregiert und so weiter. An sich gute Idee, guter Vorschlag, den auch diese junge Partei natürlich wahrscheinlich irgendwann gehen muss, spätestens vor der nächsten Bundestagswahl, also 2021, wird das auf jeden Fall wohl so sein müssen. Aber der Zeitpunkt war einfach schlecht, den Frauke Petry jetzt hier gewählt hat. Der hätte vielleicht vor einem Jahr oder über ein Jahr zurücklegen müssen, aber so 4, 5 Monate vor einer Bundestagswahl eine Richtungsdebatte anzuheizen, da fand ich, hat Frau Petry einen Fehler gemacht, der einfach unnötig war. Und da muss ich sagen, da haben die Delegierten auf dem Bundesparteitag richtig reagiert. Richtig entschieden. Der Antrag ist ja nicht in dem Sinne abgelehnt worden. Es ist ja noch gar nicht drüber diskutiert, beziehungsweise drüber debattiert worden. Es ist
beschlossen worden, diesen Antrag auf diesem Bundesparteitag, wo es ums Wahlprogramm geht, nicht zu verhandeln. Genauso wenig wie ein Antrag, glaube ich, um Höcke ging wieder irgendwas, wurde auch abgelehnt. Also es war ja nicht gegen Frau Petri an sich, von meiner Überzeugung, von meiner Meinung her. Der Zeitpunkt war einfach falsch. Und das haben meiner Meinung nach die Delegierten sehr gut erkannt und haben das gar nicht auf die Tagesordnung genommen. Das heißt ja nicht, dass dieser Antrag abgelehnt ist. Im Gegenteil, ich denke mal, viele AfD-Mitglieder oder Delegierte oder was da alles gibt, die wissen ganz genau, dass das irgendwann einfach mal Thema werden muss, um eine AfD mit regierungsfähig zu machen, damit die AfD dann auch Dinge in ihrem Sinne, wie sie meint, verändern kann. Weil mit dauerhafter Opposition à la Linke, die Linke ist mal vom Gefühl her Jahrzehnte macht die fundamentale Opposition, die ist ja nicht regierungsfähig und nichts mit ihren Ansichten, die Linke. Und wenn da die AfD nicht auch in diese Richtung tendieren will und dann einfach nur auf ihren paar Prozent sitzen bleiben will, dann wird sie nicht auch, sage ich mal, größer werden, wenn sie eben nicht die Absicht hat, real Dinge zu verändern, real mitzuregieren. Und da wird irgendwann die AfD nicht drum herum kommen, dies anzugehen, darüber zu debattieren und diskutieren. Aber zu dem Zeitpunkt, fand ich, haben die Delegierten da richtig gut entschieden, haben das Thema abgeblockt. Kam natürlich so rüber, dass Frau Petri jetzt ein bisschen schlecht dasteht. Und wer aber da mal ein bisschen dahinter blickt, und ich blicke politisch immer so ein bisschen dahinter, sehe die Beschädigung eigentlich nicht so stark, und die wird sich auch nach ein paar Tagen wieder verfliegen, weil es ist ja nichts passiert. Frau Petri ist Vorsitzende, Frau Petri wird im Wahlkampf mitmischen, wird ein Gesicht, trotz anderer Spitzenkandidaten, wird sie ein Gesicht der AfD im Wahlkampf sein. Sie hat von sich aus erklärt, sie möchte kein Spitzenkandidat-Team oder allein werden. Es ist eigentlich nicht viel passiert. Ja. Und ich halte ja Frau Petri, das haben ja schon manche hier in dem Video, in meinen Folgen mitbekommen, für eine durchaus sympathische, adrette Politikerin, die auch meiner Meinung nach durchaus intelligent ist. Und wie die Frau Wagenknecht von den Linken halte ich auch für eine sehr fähige, intelligente Politikerin, nur in der falschen Partei. Und genauso ist es bei Frau Petri. Das heißt ja nicht, dass ich hier auf AfD-Linie bin. Ja, ganz und gar nicht. Ich sag mal, da gibt es Punkte und Themen bei der AfD, darüber kann man reden. Die sind vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass man die so in die Diskussion bringt, dass man die in die Öffentlichkeit bringt. Aber das sind auch Positionen und vor allem nicht nur Positionen, sondern auch Personen, mit denen ich rein überhaupt gar nichts von der AfD anfangen kann. Und wenn die schon anfangen zu reden, dann wird es schon ganz anders da. Also aus der Hinsicht ist bei mir eine Nähe, sprich, dass AfD jetzt eine Art Partei wäre, wo ich hintendieren würde, überhaupt nicht gegeben. Also da müssen wir mal, wie so schön, die Kirche im Dorf lassen. Bei der AfD, wie bei der Partei, wie bei der anderen Partei, gibt es immer Personen, die mich ansprechen. Nicht nur, also fast in jeder Partei, fast, ich betone fast in jeder Partei, gibt es Personen, die ich durchaus politisch fähig halte und denke mir immer, ach, warum bist du denn in der Partei? Ach, schade, schade. Ne? Genauso gibt es bei fast allen, nicht bei allen Parteien, bei fast allen Parteien Punkte und Ansichten, die ich durchaus teile. Aber das reicht bei mir nicht aus, dann, dass ich dann zu dieser Partei tendiere. Und wer meine Videos so verfolgt hat, hat auch schon festgestellt, dass zurzeit für mich keine Partei existiert, wo ich einen Großteil meiner Interessen und meiner Ansichten vertreten fühle. Ja, die eine Partei hat einen Teil gut, die andere hat einen Teil gut, andere ist ganz schlecht und so. Und so mischt sich das durch und so stehe ich halt immer da. Und ich habe schon gesagt, weder Merkel noch Schulz sind für mich wählbare Personen. Und
deswegen ist für mich ja die Bundestagswahl eigentlich schon gelaufen, weil ich kann nicht viel erwarten. Einer von den beiden wird es, Merkel oder Schulz. Und deswegen sehe ich das ziemlich neutral und gehe das auch neutral an hier in meinen Videos. Mir ist es eigentlich Faktum egal, weil es wird einer von den zwei wird es werden, in welcher Konstellation auch immer, wahrscheinlich große Koalition, ich weiß es nicht. Und dementsprechend ist mir das eigentlich egal, ja? Wer da nun ganz vorne steht, weil ändern kann ich es ja sowieso nicht. Aber ich kann eins, und das sage ich auch immer wieder, man soll sein Wahlrecht wahrnehmen und zur Wahl gehen. Ich muss ja meiner Meinung und meinem Wahlrecht dann nicht durch ein Kreuz Ausdruck verleihen. Ich kann ja meinem Wahlrecht auch Ausdruck verleihen, indem ich auf dem Wahlzettel schreibe, ja, da bin ich unzufrieden, irgendeinen Satz. Ich mache dann ungültig, wenn ich da anfange rumzuschreiben. Aber ich habe meiner aktuellen Meinung Ausdruck verliehen. Aber ich habe das Wahlrecht wahrgenommen. Ich habe in der Folge 3 bei meinen Vorschauvideos schon mal darüber gesprochen, wie wichtig es ist, sein Wahlrecht wahrzunehmen und hinzugehen. Was man dann da macht, ob man es irgendwie ungültig macht, was draufschreibt oder ein Kreuz an einer Partei macht, das ist jedem selbst überlassen. Man sollte aber hingehen. Es ist einfach, finde ich, geboten, wenn man bedenkt, wie viele Menschen auf dieser Erde gerne freie Wahlen hätten. Und hier haben wir sie und viele schmeißen dieses Wahlrecht einfach weg. Schmeißen diese Chance auf Meinungsäußerung einfach weg. Finde ich nicht gut. Aber da will ich jetzt gar nicht mehr drauf eingehen, weil das hatte ich in Folge 3 schon gesagt. Wenn es interessiert, könnt ihr euch ja anschauen. Da habe ich über Wahlrecht mal meine Meinung gesagt. Gut, bin jetzt ein bisschen abgeschweift. Nochmal kurz zur AfD. Also wie gesagt, es ist jetzt nicht meine Partei, aber einzelne Punkte durchaus sinnvoll, dass die in die Öffentlichkeit kommen, dass darüber gesprochen wird. Andere Punkte kann ich nichts mit anfangen. Mit manchen Personen kann ich rein gar nichts anfangen bei der AfD. Da wird mir es ganz anders, wenn die da anfangen zu reden. Also wie AfD, wie andere Parteien auch, manches gut, manches schlecht. Mein Ding ist es jedenfalls nicht. Ändert nichts daran, es war jetzt Parteitag. Zu Frau Petri habe ich eben schon gesagt, was ich davon halte. Kurz zu den Spitzenkandidaten. Da ist ja jetzt der Herr Gauland und die Frau Weidel an Spitzenkandidaten gewählt worden. Und da muss ich jetzt zeigen, wie das sich das jetzt auswirkt. Ich habe ja hier heute auch wieder, da komme ich gleich zu, aktuelle Umfragewerte. Die sind aber alle jetzt von letzter Woche, sprich vor dem Parteitag. Also da ist jetzt der Parteitag noch kein Einfluss auf dieses AfD-Ergebnis. Aber ich habe mal 4 Institute aufgeschrieben. Da komme ich ja immer am Ende von meinen Vorschauvideos zu. Da kommen wir gleich zu. Aber die Spitzenkandidaten, wie gesagt, Weidel, Gauland, muss man sehen, wie sie bei den Wählern ankommen, wie sie das Wahlprogramm vermitteln können. Da kann man jetzt noch nichts zu sagen. Ich denke mal, im Sinne der AfD ist es nicht die schlechteste Position mit Frau Weidel. So die eine Seite bei der AfD wahrscheinlich, Herr Gauland, die andere, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, Frau Weidel und Herr Gauland. Herr Gauland kommt ja von der CDU, also ein Konservativer durch und durch. Und Frau Weidel ist auch eine, sag ich mal, ökonomisch-wirtschaftlich sehr gebildete Frau und ist demnach auch eher konservativ. Dass ich schon fast meine, der konservative, liberale Flügel bei der AfD, der kann sich nicht beschweren. Also trotz, dass Frau Petri jetzt nicht da vorne mit dabei ist, ist diese Besetzung durchaus für bürgerliche Wähler, diese Spitzenposition für bürgerliche Wähler, durchaus ja, annehmbar. Aber das muss ich zeigen. Dazu kann ich jetzt so noch nichts sagen, muss man abwarten. Ja, das soll es erst einmal, das soll es gewesen sein zu dem Parteitag. Es ging ja formell, das Wahlprogramm, wo ich halt im Laufe der nächsten Folgen zukomme, wurde verabschiedet. Es war sonst eigentlich ein Parteitag ohne große Aufregung, außer jetzt halt diese personelle Geschichte und von den Medien wieder stark überbewertet, weil ich habe ja eben gesagt, so schlimm für Frau Petri ist das nicht, denke ich mal. Und ganz wichtig, Spitzenkandidaten haben wir jetzt Frau Weidel und Herr Gauland und Frau Petri, wenn man ganz ehrlich ist, Freunde, meine Meinung, Frau Petri ist auch ein Spitzenkandidat. Ja, klappt denn einer im Ernst? Die ist Vorsitzende der AfD. Die ist das bekannte Gesicht der AfD über Jahre, jetzt seit es die AfD gibt. Ja, meint da irgendjemand, dass das keine Spitzenkandidatin ist? Die ist keine offizielle Spitzenkandidatin. Offizielle Spitzenkandidatin ist Frau Weidel und Herr Gauland. Aber
Frauke Petri, genauso wie dieser, Jörg Meuthen, sind natürlich bekannte Gesichter, die im Wahlkampf mitwirken werden, die im Wahlkampf für das Wahlprogramm vorstellen werden. Und somit ist diese Spitzenkandidatendiskussion einfach, ja, finde ich, überbewertet. Ja, die AfD hat jetzt offizielle Spitzenkandidaten, aber Frauke Petri, Jörg Meuthen sind bekannte Gesichter. Demnach wird sich das alles vermischen mit diesen ganzen Personen. Und deswegen denke ich mal, dass Frauke Petri, das war ja eigentlich von Frauke Petri ja auch dieser Antrag, wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, eigentlich eine sinnvolle Sache. Und das wird die AfD auch irgendwann durchlaufen müssen, diese Frage der realen Politik, der umsetzbaren Politik, wenn sie was verändern will. Und aus diesem Grunde war der Antrag, die Idee von Frau Petri eigentlich richtig, aber es war der falsche Zeitpunkt. Und ich denke mal, nach der Bundestagswahl, in was weiß ich, 1, 2, 3 Jahren, jedenfalls viel früher vor der nächsten Bundestagswahl als diesmal, muss das nochmal bei der AfD auf den Tisch kommen, denke ich mal. Aber das werden wir dann natürlich sehen. Gut, zum Schluss jetzt wie immer die Umfragen der Institute. Und ja, es ist, um es mal grob zu sagen, ziemlich gleich diesmal. Es war ja schon häufig so gewesen, dass die Institute sich ziemlich unterschieden haben bei den Bewertungen der Parteien. Diesmal ist es ziemlich eng. Also ich sag's mal, ich lese mal kurz vor. Die MNIT hat die CDU bei 36, die SPD bei 31, die Grünen bei 6, die FDP bei 5, die Linken bei 9 und die AfD bei 9. Die Forsa hat die CDU bei 36, die SPD bei 30, die Grünen bei 6, die FDP bei 6, die Linken bei 9 und die AfD bei 8. Infratest: CDU 35, SPD 30, Grüne 7, FDP 6, Linke 8, AfD 10. Und INSA hat die CDU bei 34, die SPD bei 30,5, die Grünen bei 6, die FDP bei 6,5, die Linken bei 9 und die AfD bei 10. Ganz kurz zwei, drei Auffälligkeiten. Trotz dass es alles dicht zusammen ist, wie ihr ja gemerkt habt, ist ein Trend erkennbar bei allen Umfragewerten, dass die CDU sich von der SPD abgesetzt hat. Ich hatte ja schon vor Wochen gesagt, dieser Schulz-Hype wird abflachen. Das wird sich nicht halten. Die ist zwar jetzt noch bei 30-31%, aber die CDU hat jetzt zugelegt. Aber ich bleibe weiterhin dabei, dass die SPD unter 30% gehen wird. Nach und nach wird der Schulz-Hype, wenn die Leute erst bewusst mal ein bisschen wird, dass ein rein rassiger EU-Politiker, durch und durch Jahrzehnte geformter EU-Befürworter, kommt jetzt in ein souveränes Land, in ein eigenständiges Land und will das nun regieren. Ein Land will er regieren. Leute, für mich ist Schulz ein trojanisches Pferd. Der Mann kommt von der EU und er wird alles in diesen 4 Jahren, wenn er dran käme, alles tun, um Deutschland weiter zu schwächen, Kompetenzen nach Brüssel zu geben und von Deutschland aus als Bundeskanzler weiter an dem EU-Großstaat arbeiten. Das ist meine Überzeugung. Ich glaube doch nicht ernst, dass dieser Mann abends ins Bett geht, am nächsten Morgen aufwacht und der Kopf sich 180 Grad gedreht hat. Das ist ein EU-Fanatiker, der Herr Schulz. Und der wird Deutschland meiner Meinung nach von innen weiter auflösen. Das muss man sich mal, und das wird immer mehr Menschen bewusst werden, was für ein Hampelmann da ankommt. Ja? Also, unter 30 locker wird das nächste. Meine Meinung, also müssen wir sehen. Was mich wundert, dass die CDU zugelegt hat. Ich weiß nicht, wer jetzt plötzlich die Frau Merkel entdeckt, die wieder zu wählen. Für mich auch unbegreiflich. Die Frau hat Schaden genug angerichtet, hat Verträge gebrochen, Gesetze gebrochen, hat also ja eigentlich für Deutschland Dinge getan, das geht nicht, ne? Einfach sich über alles Mögliche hinweggesetzt.
also hat schon Schaden angerichtet und Herr Schulz wird Schaden anrichten. Also beide für mich ja unwählbar, habe ich ja schon in vielen Videos gesagt. Deswegen wundert mich jetzt wieder, warum die CDU zulegt. Aber auch hier müssen wir abwarten, wie sich es weiter wieder entwickelt. Und der zweite Punkt daneben jetzt, dass der Abstand zwischen SPD und CDU wieder groß geworden ist, von ca. 2%, 1-2% jetzt auf 5-6%, ist, dass die Grünen ja Richtung 5% marschieren. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Die war Ewigkeiten bei 8%. Die ist jetzt hier bei 3 Instituten bei 6 und bei Infratest bei 7, also bei 6% rund. Da ist es nicht mehr weit bis 5%, Freunde. Also, ihr wisst ja meine Haltung zu den Grünen. Also, das ist die ARD-Partei, die ich ja komplett ablehne. Diese politische Ideologie, die diese Partei vertritt, der kann ich überhaupt nicht folgen. Also, das ist überhaupt nicht meine Welt. Also, da sind weder Personen, die mir gefallen, noch Programmpunkte, die mir gefallen. Wie bei anderen Parteien, dass hier und da mal was ist, was mir gefällt oder so. Hier gefällt mir fast gar nichts bei den Grünen. Und wenn die jetzt, sagen wir mal, um die 5% kämpfen, wäre ich auch nicht böse drum, muss aber dazu sagen, ich habe es ja schon mal gesagt, für eine Demokratie wäre halt gut, wenn alle 6 Parteien reinkämen, wie auch immer, wenn man es jetzt mal ganz objektiv sieht, aber dass die Grünen jetzt um die 5%, müssen wir gucken, ob sie noch weiter abrutschen, es wird interessant, also die müssen was tun und die müssen mal langsam merken, dass ihre Verbotsideologie, ihre Vorschreibideologie, in einer demokratischen Gesellschaft nichts zu suchen hat. Also dieses Einschränken und Beschränken, was die machen, bei verschiedensten Dingen, das stößt die Bürger ab, die Wähler. Und wie man sieht, es geht nach unten. Die FDP immer schon im Bereich 5-6%, da ist sie auch weiterhin. Da muss man auch abwarten, ob das was wird. Also jetziger Standpunkt muss man sagen, Grüne und FDP, muss man objektiv sehen, ist wackelig. Das kann nach oben sich bessern, aber kann nach unten auch weiter abrutschen und dann wird es eng. Die Linke ist seit Wochen, Monaten immer um die 8-9% und man könnte also faktisch schon sagen, die wird wahrscheinlich da auch irgendwo landen. Also jetzt ist bei ca. 9% ist sie jetzt. Bewegt sich weder nach oben noch nach unten, das hält sich. Und die AfD, denke ich mal, jetzt hat sie hier 8-9-10%, also rund 9% auch, hat sich ein bisschen stabilisiert. Die war ja mal bei 12-13-14% sogar. Dann ist sie runtergegangen auf 7-8, glaube ich, war sie mal vor einiger Zeit. Jetzt hat sie sich wieder so bei 9 stabilisiert. Ich denke mal, im Gegensatz zu Grünen und FDP ist die AfD wohl sicher im Bundestag. Wenn nicht allzu Schlimmes passiert, kann man, denke ich mal, so festhalten. Aber ob es jetzt mehr wird oder weniger wird, auch da muss man die nächsten Wochen beobachten, wie die Entwicklung so ist. Ja, das soll es gewesen sein. Ich will ja die Videos nicht immer allzu lang machen, diese Vorschau-Videos. Wird manchmal ein bisschen länger immer, weil man ja immer viel zu erzählen hat zu den Dingen. Und das soll es gewesen sein für heute. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare bitte, wenn ihr eine habt zu der AfD zum Beispiel. Wie habt ihr den Parteitag gesehen? Wie habt ihr das mit der Frauke Petri gesehen? Wie seht ihr so die Chancen jetzt? Wie meint ihr, ist die AfD gut aufgestellt? Und irgendwas, was euch zur AfD einfällt, Entschuldigung, schreibt es einfach in die Kommentare. Und oder wenn ihr zu den Umfragen, zu den Umfrageentwicklungen irgendwas beitragen wollt, einfach euren Kommentar. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, meine Meinung zu der Bundestagswahl, die Vorschau, oder wenn ihr das interessant fandet, könnt ihr es auch gerne teilen, ihr könnt das Video liken. Oder auch meinen Kanal abonnieren, würde mich auch freuen. Und ja, ansonsten muss sehen, wann ich das nächste mache, wann ich die Folge 5 mache, also den Ausblick Nummer 5 mache. Muss man sehen, wann es wieder irgendwie Parteitage wieder waren, wenn es irgendwas Neues gibt von Parteien, wo es sich lohnt, eine Folge wieder mal zu machen. Das kann in 2-3 Wochen sein, das kann vielleicht auch in einem Monat sein. Und ich denke mal, je näher die Bundestagswahl auch dann rückt, desto öfters wird es vielleicht auch ein Video geben. Muss ich mal gucken. Jetzt ist es halt so ein bisschen eine frühjahrsmäßige Durchhängephase, so mit Neuigkeiten. Das hält sich alles ein bisschen zurück. Aber schauen wir mal. Ansonsten, ja, wünsche ich euch einen schönen Tag, wie immer, meine Freunde. Und heute haben wir mal einen schönen Tag, aber es soll ja wieder ein bisschen schlechter werden. Ich will ja endlich mal ein bisschen Frühling haben.
Ich hoffe ja mal, dass es langsam mal wirklich mal ein bisschen dauerhaft wärmer wird. Kann zwar mal auch regnen zwischendurch, aber es sollte mal ein bisschen wärmer werden, weil das ist einfach so, dieses Frühlingsgefühl will sich eben noch nicht so richtig einstellen. Schauen wir mal. Okay, würde mich freuen, wenn ihr wieder mal bei meinem nächsten Video dabei seid. Achso, kurzer Hinweis noch auf diese Infobox hier in der Ecke, auf das i in der Ecke. Da verlinke ich euch so die anderen Vorschau-Videos auf die Bundestagswahl, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt und wenn es euch interessiert, die Themen, die ich da anspreche, klickt einfach hier auf den Link drauf. Wenn ihr auf das i klickt, dann rollt sich das so aus. Und wenn ihr da ein interessantes Video vorfindet, könnt ihr euch ja bei Gelegenheit mal anschauen. Okay, in dem Sinne wünsche ich euch was. Macht's gut und tschüss, bis bald.